Es ist ein großes Ziel, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, und zwar auf null. Der neue Safety Report ist alarmierend. Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern nehmen wieder zu. In Schweden wollen Ingenieure nicht akzeptieren, dass weltweit 1,2 Millionen Menschen im Straßenverkehr sterben pro Jahr. Volvo Trucks betreibt einen beachtlichen Aufwand, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, damit die Botschaft ankommt. Die Zahl der Toten im Verkehr lässt sich auf null reduzieren, aber nur miteinander. Ich liebe das Leben. Ich möchte nicht getötet werden, auch nicht von jemandem, der vielleicht gerade nicht aufmerksam ist. Volvo hat deshalb internationale Journalisten eingeladen, um über die große Herausforderung zu diskutieren, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu bringen. Auch Ergebnisse der Unfallforschung sollen stärker in die Entwicklung neuer Technologien einfließen. Weil der Mensch nicht so perfekt ist, wie er selbst oft meint, greifen aktive Sicherheitssysteme ein, wenn Gefahr naht. Wir sind aber immer noch die Fahrer. Wir tragen die Verantwortung als Person und als Mensch, auch wenn wir auf technische Hilfe zurückgreifen. Die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger und Radfahrer, lassen sich gleichzeitig am stärksten ablenken. Mit Smartphones und Kopfhörern bewegen sie sich durch den Verkehr, sind unaufmerksam und verhalten sich oft nicht ganz nach den Regeln.